Ich begrüße sehr herzlich Martina Löw, Stadtsoziologin, lehrt an der TU Berlin. Martina Löw hat letztes Jahr im Mai in unserer Reihe Konturen der nächsten Gesellschaft, die in Freiburg von der Katholischen Akademie, dem Studium Generale und dem Theater Freiburg veranstaltet wird, einen Vortrag gehalten mit dem Titel Smart Cities, wie die Digitalisierung die Räume der Welt verändert. Sie hat uns dieses Thema entfaltet am Beispiel einer südkoreanischen Stadt, Songdo, die von vornherein als Smart City konzipiert wurde und somit in gewisser Weise ein Modell ist, an dem man erforschen kann, wie die Zukunft der Smart Cities, der digitalen, unsere digitale Zukunft aussehen wird. Frau Löw forscht im Sonderforschungsbereich an der TU Berlin, der sich mit der Refiguration von Räumen beschäftigt. Anlass für unser Gespräch ist jetzt, dass wir diesen Vortrag, den sie letztes Jahr im Mai hier gehalten hat, veröffentlichen. Und zwischen diesem Vortrag und heute liegt aber seit mehreren Monaten die Erfahrung der Corona-Pandemie. Liebe Frau Löw, während des Lockdowns habe ich oft an die Bilder gedacht, die Sie uns vorgestellt haben in Ihrem Vortrag über Songdo. Das Gefühl der Leere, kaum Menschen in den Straßen, veränderten Routinen im Alltagshandel, die Erfahrung der Bildschirme in allen Wohnungen, über die die Menschen innerhalb des Hauses auch miteinander kommuniziert haben, aber auch an Ihre Diagnosen, inwiefern in dieser Welt, die Sie uns vorgestellt haben, Sicherheit eigentlich vor Freiheit geht. Kann man sagen, dass wir durch alles, was wir in den letzten Monaten erfahren haben, dieser Realität ein Stück näher gekommen sind, die Sie uns an der Smart City Songdo vorgestellt haben? Hallo, Herr Mackert. Ja, also ich glaube wirklich, dass man guten Gewissens sagen kann, dass durch die Corona-Pandemie es zu einem starken Digitalisierungsschub gekommen ist. Dieses Interview hätten wir so nicht geführt vor einem Jahr. Jetzt haben wir uns alle ein Stück weit, nicht alle, aber viele von uns haben sich ein Stück weit daran gewöhnt, über digitale Medien endkörperlich zu kommunizieren. Und ja, wir haben auch mal die Erfahrung gemacht, was es heißt, wenn der öffentliche Raum nahezu zusammengebrochen ist. Also es gab immer noch Menschen auf den Straßen, aber gerade in den Städten, denke ich, haben wir beobachtet, dass es plötzlich eine Lebenssituation eintritt, wo es quasi gar keinen Sinn mehr macht, in Städten zu leben, weil all diese Intensität, Heterogenität, das kulturelle Leben, das Städte ausmacht, wie weggebrochen ist und wir im Privaten nun plötzlich verharren müssen. Und ich weiß nicht, ob Sie wollen, dass ich vielleicht gleich mal auf den Vergleich zu Songdo Ja, eingehe, gerne. weil das ist ungeheuer interessant, dass diese Art von Shutdown ja in den koreanischen Städten nicht stattgefunden hat. Also wir haben die geradezu widersprüchliche Situation, dass sich die koreanischen Regierungen entschieden haben, die Öffentlichkeit zu schützen, also das, was an Öffentlichkeit da ist, und eben über Apps zu kontrollieren, wo sich infizierte Menschen aufhalten und wer mit ihnen möglicherweise in Kontakt kommt, und nur diese Menschen aufzufordern, sich selbst in Quarantäne zu begeben, während wir ja die Privatheit geschützt haben. Und man hätte ja erwarten können, dass es genau umgekehrt ist. Also wenn man sich an die Bilder der leeren Straßen in Songdo und die minimale Öffentlichkeit erinnert, dann hätte man ja denken können, ja okay, da macht es gerade gar nichts aus, wenn man sagt, die Leute sollen einfach möglichst viel zu Hause bleiben und die Bringdienste rufen, die dann das Essen liefern. Aber genau umgekehrt war es.
Die Südkoreanerinnen haben gesagt, wir wollen dieses Stück Öffentlichkeit erhalten. Und wir haben gesagt, wir setzen auf Privatheit in dieser Krise. Also vielleicht eine Annäherung, aber ein Stück weit auch ganz unterschiedliche Strategien. In Ihrem Beitrag vor einigen Wochen für das Corona-Kolloquium des Wissenschaftszentrums in Berlin haben Sie Ihre Aufführung zugespitzt zu der These, dass die gegenwärtige Krise eine Krise des Raumes sei. Und ich würde Sie bitten, für uns noch einmal auszuführen, was Sie genau damit meinen. Ja, also solche Strategien wie Social Distancing, also die Aufforderung, dass wir alle 1,5 bis 2 Meter Abstand voneinander halten, sind ja Raumstrategien. Also wie versuchen wir auf die Krise zu reagieren? Wir versuchen erstmal räumliche Lösungen zu finden. Auch die Anforderung, das Haus nur zu ganz notwendigen Einkäufen zu verlassen, ist eine Raumstrategie. Wir versuchen, die kleinste mögliche Einheit, nämlich die Privatwohnung, zu dem Raum zu machen, an dem Menschen sich platzieren sollen. Und alle anderen Räume werden zur Ausnahme, zur potenziell infektiösen, gefährlichen Angelegenheit. Also alles, was wir in Bezug auf Covid-19 mitbekommen haben, alle politischen Reaktionen waren raumregulierende Reaktionen. Und dementsprechend sind natürlich auch die Lösungsstrategien umstritten. Also wir finden auf der einen Seite eben diese harte Strategie zu sagen, wir isolieren in Einzelräumen und wir finden auf der anderen Seite, wie zum Beispiel in Südkorea, die Strategie zu sagen, wir lassen die Ströme zu, aber kontrollieren das Strömen und isolieren nur einzelne Individuen. Also auf der einen Seite eher eine räumliche Netzwerklogik und auf der anderen Seite eine behälterförmige Logik. Also wir in Deutschland und in vielen anderen Ländern haben behälterförmig reagiert. Wir setzen die Körper in die geschlossenen Wohnungsbehälter und versuchen damit den Kontakt zu minimieren. Hochgradig digitalisierte Gesellschaften wie Südkorea haben in netzwerkräumlichen Formaten reagiert und versucht eben eine Strategie, die sie im Alltag schon längst pflegen, auch auf die Krise anzuwenden. Also zum Beispiel ist es so, wir haben ja eine Reihe von Gated Communities in Songdo und die werden nicht mehr einfach durch Mauern und Zäune geschlossen, wie wir das in vielen anderen Ländern kennen, sondern durch digitale Überwachung, so dass sie gar nicht mehr das Format des total geschlossenen Raums brauchen, weil sie eine über Smartphones organisierte Form der Kontrolle haben. Und dieses Aufeinandertreffen von zwei Raumlogiken, Netzwerkräumen und Behälterräumen, ist etwas, was uns in der Corona-Krise besonders deutlich wird, was uns aber in vielen sozialen Situationen beschäftigt. Denken Sie an die letzte Krise, dadurch entstanden ist, dass wir auf eine ganz andere Art und Weise mit geflüchteten Menschen, also auf eine viel intensivere Art mit geflüchteten Menschen konfrontiert waren als in vorherigen Jahrzehnten. Auch da stritt sich die Gesellschaft entlang der Frage, wollen wir Mobilität zulassen oder wollen wir Räume schließen? Und das sind zwei grundsätzlich verschiedene Arten und Weisen, Raum zu organisieren. Und darüber muss die Gesellschaft reden. Und Corona ist, glaube ich, ein guter Anlass, um darüber weiter nachzudenken. Wenn ich es richtig erinnere, in Ihrem Vortrag haben Sie uns beschrieben, dass die Menschen in Songdo mit dieser Art von digitaler Organisation eigentlich sehr einverstanden sind. Also, dass da nicht das Gefühl von Repression, Überwachung überwiegt, sondern die Vorteile der
ja, dieser digitalen Organisationen überwiegend wahrgenommen werden. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, also wenn man das so ein bisschen vorsichtig sagt, mit überwiegend wahrgenommen und so weiter. Es gibt natürlich auch kritische Stimmen, aber ja, es gibt eine deutliche Zustimmung auch zu dieser Form von Digitalisierung und auch von Regulierung sozialer Prozesse über Digitalisierung. Weil mich würde noch mal interessieren, dieses grundsätzliche Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit. Mit den Erfahrungen, die Sie aus Südkorea mitbringen, aber jetzt auch die Erfahrung der letzten Monate. Was sagt Ihnen das, wenn wir die Digitalisierung, die Entwicklung der Digitalisierung, so wie sie jetzt stattgefunden hat und noch mal intensiver stattgefunden hat, in die Zukunft weiterdenken? Wie wird sich dieses Spannungsverhältnis bei uns weiterentwickeln? Also mich hat schon erstaunt, mit welcher Selbstverständlichkeit die Menschen einwilligen in diese Freiheitsbeschränkung. Also das war doch verblüffend zu sehen, wie stark wir das akzeptieren. Also ich glaube, auch wir, auch in Deutschland, auch in Europa gibt es eine ganz, ganz starke Idee, Sicherheit vor Freiheit zu privilegieren. Das sieht man am Versicherungswesen, das sieht man an vielen sozialen Bereichen, wo wir das Risiko oft scheuen und sagen, Hauptsache wir, unser Leben, unser Körper, unsere Gesundheit ist in Sicherheit. Und das kann man gut verstehen. Das ist sicherlich in vielerlei Hinsicht auch ein sozial sehr verträgliches Verhalten. Aber wir sollten uns immer wieder darüber auch vergegenwärtigen, dass wir dabei was verlieren und wir sollten immer wieder gucken, wo wir vielleicht doch ein Risiko eingehen. Also denken Sie an so Phänomene wie, dass es Anfang des 20. Jahrhunderts noch eine Straßenkindheit gab. Und dann haben wir alle Kinder in Sicherheitszonen gebracht, auf Spielplätze, in Institutionen. Und heute nimmt die Pädagogisierung von Räumen immer weiter zu. Und das Kind, was einfach mal durch die Stadt streunt, unkontrolliert, ist der absolute Ausnahmefall geworden. Und Und wenn, dann tracken wir das Kind. genau, da beobachten wir es noch am besten. Ja, oder zumindest haben wir, genau. Also, wir haben die Wege dann oft aufgezeichnet. Und ich glaube nicht, dass das zur Vitalität der Gesellschaft beiträgt, wenn wir diesen Weg immer weitergehen. Und es scheint ja so zu sein, dass wenn man mehr Sicherheit hat, dass man danach strebt, noch mehr Sicherheit zu haben und noch mehr Sicherheit und so. Und ja, ich glaube, wir sollten mal wieder gucken, wo die Freiheitspotenziale sind. Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die gerade aktuelle Einführung der App? Ja, die kommt sehr spät. Ich glaube, in der Anfangsphase hätte das, wenn man gleichzeitig auf Datensicherheit achtet, was ja ein wichtiger Punkt in der ganzen Debatte ist, hätte das eine interessante Option sein können, dass wir uns auch mehr in öffentlichen Räumen aufhalten können. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch genutzt wird, aber ich halte das durchaus für eine Alternative zur Festsetzung zu Hause. Abschließend würde mich noch interessieren, ob Sie das, was wir ja jetzt insgesamt eher als Krise beschreiben, auch wenn es jetzt schon über Monate geht, ob die Veränderungen, die mit dieser Krise einhergehen, ob das vorübergehende Veränderungen sind oder glauben Sie, dass wir es jetzt mit längerfristigen Veränderungen zu tun haben? Also ich fange mal bei unserem Gespräch hier an. Werden wir in Zukunft diese Art von Gespräch zur Normalität machen? Werden Sie überhaupt noch bei uns live einen Vortrag halten oder uns in Zukunft ein Video schicken und so weiter und so weiter? Also inwiefern glauben Sie, auch mit den Erfahrungen, die Sie aus Südkorea mitbringen, wird das doch unsere Realität insgesamt beträchtlich verändern? Ja, ich glaube, dass es nicht ein Ausnahmezustand ist. Ich glaube,
Diese Refiguration der Gesellschaft hat schon früher begonnen. Das ist nicht erst durch Corona ausgelöst worden, sondern diese extremen Spannungen, die unsere Gesellschaft durchziehen, wo Raumspannungen eine Dimension darin sind, erleben wir schon ungefähr seit den späten 70er Jahren. Also sozusagen die Gesellschaft sich neu formiert und tatsächlich auch ja, also sozusagen andere Strategien angewendet werden, wie man sich selbst organisieren will. Und Corona hat da einen starken Schub mit sich gebracht, der auf diese Art und Weise nicht mehr rückgängig zu machen sein wird, weil es einfach nur ein Ausdruck einer Veränderung ist und nicht irgendwie die Ursache. Das heißt, wir werden uns, natürlich werden wir uns wieder face to face treffen. Wir erfahren ja, dass die Gesprächskultur eine andere ist, gerade wenn man größere Gruppen hat, wenn man miteinander in einem Raum sitzt, wenn man auch die Körpersprache der anderen ganz anders lesen kann und so weiter. Wir können auch nicht auf den informellen Teil verzichten, danach noch was zusammen essen und trinken zu gehen und sich in einer weniger mediatisierten Umgebung zu unterhalten. Aber wir haben eine ganz intensive Erfahrung von Verletzbarkeit gemacht. Wir haben eine intensive Erfahrung gemacht, dass Kommunikation auf digitale Medien umstellbar ist, zumindest in einem bestimmten Maße. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es oft bequem ist. Man muss zum Meeting gar nicht mehr hinfahren, sondern kann das einfach von zu Hause organisieren. Wir haben die Familien neu kennengelernt in der Enge. Wir haben angefangen, viel über die Bedeutung und Schwierigkeit des Zuhauses in der Wohnung nachzudenken. Und in gewisser Weise kann man sagen, diese tiefe Krisenerfahrung wird uns nicht verlassen und wird die Gesellschaft anders zurücklassen als jetzt. Aber wie wir das ausformen, das ist einfach noch ein Stück weit offen. Ich danke Ihnen sehr für diese Beschreibung und auch für diese Prognose in gewisser Weise. Und nehme das gleich, das Letztgesagte auch gleich zum Anlass zu sagen, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie tatsächlich in einiger Zeit dann auch mal wieder nach Freiburg kommen und wir den weiteren Fortgang der Veränderung gemeinsam auch mit dem Publikum diskutieren können. Für heute erstmal sehr vielen Dank und alles Gute für Ihre weitere Arbeit.